Das ist er, unser Wohlstandsmüll. Diese Plastikflasche könnte von dir sein und das hier von mir. Nämlich Knusperkeks, Geschmack von Rittersport. Was geht jetzt den ganzen Tag? Was geht jetzt den ganzen Tag so? Deutschland ist Europameister im Verpackungsmüll verursachen. In diesem Film nehmen wir zwei Perspektiven ein. Ich frage mich, ob mein gutes Gewissen bei der Mülltrennung eine Illusion sein könnte. Und in Indonesien stoßen meine Kollegen auf massenhaft Müll aus aller Welt, der illegal ins Land gelangt. Every morning and every afternoon, the Müll. Müll ist ein Riesenbusiness, an dem viele verdienen. So why are you a developed country selling to us? Poor country that we cannot manage our plastic emissions. Wir fragen uns, gibt es für das hier ein Leben nach der Tonne? Und warum liegen europäische Schokoverpackungen plötzlich in indonesischen Vorgärten? So, ich war gerade mal so stichprobenartig einkaufen und da geht das Trauerspiel ja schon los. Hier sieht man mal ganz gut, dass das auch oft eine Marketingentscheidung ist. Diese Folie zwingt mich, 5 zu kaufen, auch wenn ich vielleicht nur 1 oder 2 gebraucht hätte. Oder hier so 3 kleine Gürkchen, weil Gurken ja leider auch keine Schale haben von Natur aus. Oder hier, die umweltfreundliche Mehrwegvariante kostet 10 Cent mehr als die Wegwerfvariante Einweg, obwohl derselbe Inhalt drin ist. Also ich werde quasi noch bestraft, wenn ich mich für das Umweltfreundliche entscheide. Danke für nichts, ja. Irgendwann ist die Nummer aus dem Ruder gelaufen. Ich meine, das sind vorgeschälte Granatapfelkerne. Was ist denn da passiert? Um herauszufinden, was mit Granatapfelkernplastik und Einwegdosen passiert, fahre ich nach Hamburg. Unser Müll landet erstmal in einer Sortieranlage. Das hier ist die größte ihrer Art in Norddeutschland. Pressesprecher Andreas Jensfold gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen. Welchem Unternehmen die Anlage gehört, könnt ihr ja unschwer erkennen. Aufsetzen? Hier nimmt man sich also den Hinterlassenschaften unserer Konsumgesellschaft an. Vor allem Kunststoff, aka Plastik. Mein gelber Sack von zu Hause kommt hier an. Was passiert dann? Genau, also er wird hier abgeladen. Das sind so 40, 50 LKWs am Tag, die hier ankommen. Und ungefähr 400 Tonnen Material werden wir hier verarbeiten am heutigen Tag. Das geht jetzt den ganzen Tag? Das geht jetzt den ganzen Tag so. Im Minutentakt kommen hier solche LKW an. Ein schier unerschöpflicher Wasserfall aus Krempel. Aber der ist keineswegs wertlos. Die deutsche Kreislaufwirtschaft macht mit der Abfallbewirtschaftung 70 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Es ist sehr laut und es stinkt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So oll und süß-sauer. Und überall Fliegen, Tauben und andere Freunde des Gestanks. Menschen arbeiten hier kaum noch. Die Mülltrennung läuft komplett automatisch. Dann gibt es hier am Ende des Förderbandes eine Luftdruckleiste. Und das Material, was rausgeschossen werden soll, kriegt nochmal einen kleinen Luftimpuls und fliegt dann einfach nochmal 30 cm weiter auf ein anderes Sortierband, auf ein anderes Förderband. Und das wurde früher alles per Hand gemacht? Ja, das würde man mit Manpower gar nicht mehr schaffen. Also 400 Tonnen am Tag ist auch nicht mehr finanzierbar, weil das natürlich die Lohnkosten ein entsprechender Faktor sind. Die geringen Lohnkosten sind einer der Gründe, warum westlicher Abfall ins Ausland exportiert wird. Er schippert viele Seemeilen über das Meer. Und hier beginnt die Recherche meiner Kollegen. Das, was weggeschickt wird, kommt in vielen Fällen irgendwo in Südostasien an. Müll aus aller Welt wird so zum Beispiel auch nach Indonesien verschifft. In ein Land, das als zweitgrößter Verschmutzer der Weltmeere gilt. Allein aus Deutschland sollen es letztes Jahr über 59.000 Tonnen Plastikmüll gewesen sein. Das, was in Europa, in Australien oder den USA zu teuer oder zu aufwendig zu recyceln ist, wird dann unter anderem hierher in den Osten der Insel Java geschickt. Ja, für uns nach Indonesien zu fahren war jetzt keine besonders weite Reise, weil wir in Vietnam wohnen. Deshalb hat es uns auch nicht wirklich überrascht, dass es hier, wie in vielen anderen Ländern Asiens, keine wirklich effiziente Müllverwertung gibt.
Aber als wir dann gehört haben, dass wir aus Europa oder auch noch aus Amerika unseren Plastikmüll tonnenweise hierhin verschiffen, hat uns das natürlich ziemlich neugierig gemacht. Und deshalb sind wir jetzt auch hier. Wir wollen uns mal anschauen, was das überhaupt für Konsequenzen vor Ort hat. Wir sind auf dem Weg zu einem lokalen Umweltaktivisten. Bis Anfang 2018 war China der größte Abfallaufkäufer international. Zum Beispiel haben wir aus Deutschland 2016 allein noch 500.000 Tonnen Plastikabfälle nach China verschifft. Das hat sich jetzt geändert, denn China hat die Importrestriktionen extrem verschärft. Das kommt quasi einem Importstopp gleich, denn unter anderem hat man dort auch keine Lust mehr auf die Umweltschäden. Und seitdem hat sich jetzt das Geschäft mit Abfallexporten vor allem nach Südostasien verlagert. Wir sind dem Müll aus Europa schon eine ganze Weile auf der Spur. Trotz Restriktion findet der Abfall weiter seinen Weg in die Region. Macht ein Land dicht, wird aufs nächste umgeschwenkt. Und im Moment scheint sich viel nach Indonesien zu verlagern. Aber was für Müll kommt hier überhaupt hin? Und wo landet der dann? Wir kommen bei der Organisation Ecoton an und treffen den Gründer Prigi Arizandi. Prigi setzt sich schon seit über 20 Jahren für den Umweltschutz in Indonesien ein. Zu Recherchezwecken haben er und sein Team einiges von dem importierten ausländischen Müll aufgekauft, um herauszufinden, was da eigentlich alles so drin ist. Größtenteils kommt der Abfall hier aus den USA oder Kanada. Und meistens sind es Lebensmittelverpackungen, aber auch Haushaltsmüll oder sogar benutzte Windeln. And those are materials that can't really be recycled. Right? Commonly, 50% is we can recycling. We sorting it, segregation in the PET, PE, and then 35% is we burn it because it's low grade of plastic. It's like a single layer. Even we have a multi-layer like this, so it's difficult because we have aluminium foil inside the, so we burn it. Commonly we using as a fuel in the tofu factory. Das ist zwar besser, als wenn der Abfall einfach auf freiem Feld angezündet wird. Gut fürs Klima ist es aber auch nicht. Müll wie dieser wird beim Import falsch deklariert und dürfte eigentlich gar nicht eingeführt werden. Aber da Indonesien eine große Papierindustrie hat und daher auf Papierabfälle aus dem Ausland angewiesen ist, nutzen das einige Exporteure aus, um in den Containern auch anderen Müll unterzumischen, erzählt er uns. We need the waste paper, so we put it the waste paper as a green line, so no inspection. And then they put the smuggling the waste plastic like this inside the waste paper. So we already inspection 12 paper factory in the Brantas River in East Java, and all of them smuggling, you know, like a import waste paper contained with the plastic from the domestic waste. Dass Plastikmüll auf diese Weise ins Land geschmuggelt wird, berichtet auch das indonesische Umweltministerium. For the paper importers basically who are having all this plastic waste, they actually do they want to have this plastic waste or not? They say we want buy paper, not this. Not this. And then it's because why you not complain with the exported? It's long procedure. Mm-hmm. And then the result is not good for us. And then it's just we receive. Do you think there will be an effect of your work? Do you think there's going to be a positive impact? This happened because not a lot of people knowing the real. But if you show them the real situation, the environmental impact, the health impact, people then will think about it, you know. Der Müll kommt über den Seeweg nach Indonesien. Manchmal werden diese falsch deklarierten Abfalllieferungen aber auch vom Zoll entdeckt und sollen dann zurückgeschickt werden. Auch aus Deutschland wurden schon mehrere Container erwischt, in denen Plastik vermischt mit Rest- und Sondermüll geschmuggelt wurde. Die indonesische Regierung will deshalb jetzt bei den Importen genauer hinschauen. Zurück in der Sortierfabrik. Zig verworrene Gänge, Gerüttel und Gefilter später sind solche Bündel hier das Ergebnis. Aber eine Lebensmittelverpackung werden diese Dinge nie wieder. Es handelt sich meist um Downcycling zu einem geringerwertigen Produkt. Das kann also der Blumenkübel oder die Gießkanne sein oder was auch immer, Parkbank.
Aus den Folien werden beispielsweise Abfallsäcke hergestellt. Genau, und das, was eben nicht werkstofflich verwertet werden kann, wird als Ersatzbrennstoff aufbereitet und geht dann in die thermische Verwertung. Mit anderen Worten, er wird verbrannt. So geht es übrigens der Hälfte unserer privaten Kunststoffabfälle. Die gute Nachricht, die damit erzeugte Energie wird nachhaltig genutzt. Die weniger gute, beim Verbrennen entstehen oft giftige Stoffe, die sogenannte Schlacke oder Filterstaub. Und der chillt in stillgelegten Bergwerken und wartet darauf, dass sich künftige Generationen eine bessere Lösung einfallen lassen. Nach langem Suchen haben wir Hinweise darauf gefunden, dass ein Teil des ausländischen Mülls in einem kleinen Dorf hier in Ostjava landet. Der lokale Fotojournalist Fully hilft uns dabei, den Ort zu finden, etwa eine Stunde entfernt von der nächsten Großstadt. Hier, in Bangun, verdienen viele Anwohner ihren Lebensunterhalt mit dem Abfall, erzählt er uns. Unser erster Eindruck? Selbst in den Vorgärten der Anwohner stapelt sich tonnenweise Müll. Und den bekommen sie von Papierfabriken wie dieser, die das recycelbare Papier für sich heraussuchen und den untergemischten Rest aus Plastik und anderen Abfällen verschenken oder verkaufen. Ja, ziemlich viel Plastikmüll. Das ganze Dorf ist voll damit. Wir sind mit unseren beiden lokalen Journalisten Fully und Maria unterwegs. Die kennen sich hier nämlich ein bisschen aus, gerade Fully, weil der hat als Fotojournalist hier jetzt schon ein bisschen länger dieses Thema bearbeitet. Zuallererst wollen wir herausfinden, woher der Müll hier kommt. Und dafür schauen wir uns die Aufdrucke an. Welche Sprachen, welche Kennzeichnungen finden wir auf den Verpackungen? Eine ziemliche Spurensuche. Also was man auf jeden Fall findet, ist relativ viele Verpackungen aus dem Westen. Hier sehe ich was. Da steht Made in the USA drauf. Das auf Englisch. An verschiedenen Stellen im Dorf finden wir Müll, der offenbar aus den USA, Kanada, Frankreich, Spanien, England, Irland, Korea, Griechenland, Australien und Neuseeland kommt. Und auch Verpackungen, für die deutsche Firmen verantwortlich sind, finden wir hier. Teils anscheinend für den deutschen Markt bestimmt, teils für den Vertrieb in Europa. Was hat es gefunden? Nämlich Knusperkeks. Geschmack von Rittersport. Hier steht drauf, zuverlässig, ungiftig, wiederverwendbar, Entsorgung mit dem Hausmüll, Vertrieb durch eine Firma aus Deutschland. Ja, Happy Meal. Steht hinten eine Duisburger Adresse drauf. Das schiere Ausmaß des Mülls ist hier wirklich nur schwer in Worte zu fassen. Für einen besseren Eindruck lassen wir die folgenden Bilder einfach mal stehen. Das, was davon an Recycler verkauft werden kann, wird hier per Hand herausgesucht. Ein Prozess, der in Deutschland und Europa zu teuer wäre. Bangun war früher ein Dorf von Landwirten. Doch jetzt verdienen die meisten Einwohner ihr Geld mit dem Müll. Einer davon ist Rebin. For how many years are you already doing this kind of work? Brutal, ne? It's been 10 years. 10 years already? Yeah. Cuma sampah itu kan istilahnya mungkin itu ya gak langsung itu sambian istilahnya ngono. Engko waya tani ya wis mudun tani dilu, engko nek leren nang sampah ngono model serabutan kena dikae ngono. How does the trash picking help you and your family? Lebih untung ini karena orang-orang loh iya enggak itu. Sekarang orang petani cari apa itu? Boro, pariboro istilahnya ya. Boro taninya itu, boro taninya. Boro tandur. Das braucht Brune. Da hat er yang mau. Erstmal verständlich, dass die Leute hier dem Müll gegenüber wenig skeptisch sind. Immerhin habe Rebin so jeden Abend sein Geld in der Tasche, anstatt erst auf die nächste Ernte warten zu müssen. Aber wir fragen uns auch, was mit all den Resten passiert, die hier nicht mehr verwertet werden können. Doch dazu später mehr. Zurück in Hamburg. Viele Dinge hier sehen für uns recycelbar aus, sind es aber gar nicht. Was ist denn mit solchen Übeltätern hier?
Ja, da haben wir das Problem, dass die schwarz eingefärbt worden sind, die Kunststoffe. Hier ist es PE, an sich auch gut recycelbar. Da wir hier mit Nahinfrarotsensoren arbeiten, sprich Licht in einem Spektrum, was das menschliche Auge nicht mehr sieht, und wir alle in der Schule mal gelernt haben, dass Schwarz kein Licht reflektiert, ja, sieht der Sensor einfach nichts. Er weiß nicht, welcher Kunststoff das jetzt ist. Genauso schwierig für den Verbraucher. Hier kann er irgendwie nur noch eins machen, voneinander trennen. Letzten Endes muss ich aber ganz ehrlich sagen, und das weiß niemand, ist das nicht recycelbar. All die Jahre werfe ich meine Käsepackung in den gelben Sack. Und jetzt das. Allein diese Folie hat bis zu 9 verschiedene mikroskopisch dünne Lagen, die ineinander fest verarbeitet sind und die auch kein Mensch mehr auseinanderkriegt, die man also nicht recyceln kann. Immer wenn es so einen Materialmix gibt, und den gibt es leider zu oft, sind die Dinge für den Kreislauf hier nutzlos. Wie sich unsere Recyclingquote denn nun bemisst, darüber wird zurzeit gestritten. Die offizielle Zahl beim Post-Consumer-Müll, sprich gelber Sack, liegt bei 38%. Demnach gilt als recycelt, was in einer Recyclinganlage ankommt. Auch diese schwierigen Materialien und Exporte werden dadurch mitgezählt. In Deutschland selbst recycelt und wieder eingesetzt werden nur 15,6%. Ich frage, auf welcher Basis eigentlich so viel Müll ins Ausland exportiert wird. Der Hintergrund, warum man es exportiert, ist einfach die Lohnkosten. Weil in den Ländern entsprechend die Sortierung noch manuell teilweise sehr stark erfolgt. Da braucht man gar nicht so sehr bei uns mit den Fingern auf uns zeigen, sondern wir in Deutschland haben sehr, sehr harte rechtliche Vorgaben. Das heißt, alles, was wir an Abfällen exportieren, muss nachgewiesenermaßen auch angemeldet werden und darf nur an zertifizierte Recyclingbetriebe abgegeben werden. Das kann man nicht kontrollieren? Also irgendwo in der Kette ist dann halt ein faules... Man kann sehr viel kontrollieren. Und das ist aber so der Vollzug von gesetzlichen Auflagen. Und da haben wir allein schon in Deutschland ein massives Problem. Weil selbst die strengen Vorgaben, die wir hier in Deutschland haben, werden teilweise nicht vollzogen, sprich durch die Behörden entsprechend regelmäßig kontrolliert. Okay, ich fasse zusammen. Deutschland hat für den Export harte rechtliche Vorgaben, aber so genau scheinen die Behörden es nicht zu kontrollieren. Auf der Rückfahrt dämmert mir, Mülltrennung reicht nicht fürs gute Gewissen. Dieser Wahnsinn muss einfach weniger werden. Wir Menschen haben es verkackt. Wir haben innerhalb einer Generation diesen Planeten zugemüllt. All das, was in Bangun nicht mehr als Wertstoff an lokale Plastikunternehmen verkauft werden kann, wird in Fabriken verheizt, erzählen uns die Einheimischen. Aber das scheint nur die halbe Wahrheit zu sein, denn vieles soll auch direkt hier im Dorf unter freiem Himmel verbrannt werden. Es wird auch hier verbrannt. Fuli hat es nämlich gesehen, er war ja mehrmals hier als Fotograf. Every morning and every afternoon they burn. And the smoke everywhere. Yeah, it's not very healthy. Yeah. Und an einer anderen Stelle im Dorf sehen wir es dann auch noch mal mit eigenen Augen. Wir entdecken einen riesigen Haufen Plastikreste, der erst vor kurzem verbrannt wurde. Neben der mühsamen Arbeit mit unserem Abfall geben wir Europäer hier noch etwas anderes ab. Nämlich die Verantwortung für die Reste, die nicht recycelbar sind. Das, was neben freigesetzten Giftstoffen übrig bleibt, sind Drähte, die offenbar die Bündel aus Plastikschnipseln zusammengehalten haben. Und das hier ist übrigens kein Staub, sondern Asche. 50 Meter weiter wird gefischt. Hinter dem Plastikhaufen da. Ich kann ja verstehen, dass die Leute das Plastik hier brauchen, um irgendwie ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir haben vorhin auch noch gehört, einer hat gesagt, ja, dadurch, dass die Leute recyceln, also dieses Plastik bekommen, was sie dann verkaufen können, hat die Familie es geschafft, den einen Sohn zur Schule zu schicken, und der hat es geschafft, jetzt Arzt zu werden. Klar ist das gut, ne? Aber das ist die Konsequenz. Ne? Sowas bleibt dann hier übrig, wird dann einfach angezündet. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Zurück bei Prigi wollen wir uns noch über eine weniger offensichtliche Auswirkung auf Mensch und Umwelt unterhalten. So, did you actually grow up here in this area? Yeah, my father, you know, when I was still, you know, he threw me to
To the river. To the river, so I swim. So it's a good place. But now what does the plastic that we just saw, or that we saw in, or that we see in other villages here, the imported waste, what does this have to do with the river? In upstream, in over there, we have two paper factory. So yeah, they're dumping their waste to the river. Yeah. So they're yeah. putting the waste just yeah, right into yeah. the river. Yeah, in the daylight they have, you know, they dispose a good water quality, but in at night, you know, they dumping white water in, like white, like milk, you know, which contain chlorine, contain cellulose, and contain plastic. Plastic, yeah. Last year, we already, you know, catch 100 fish. And 80% in their gut is positive before microplastic. Where can be contained, right? What kind? Und so sieht das im Labor aus. But it's already mixing with acid. Das sollen die Mikroplastikpartikel sein, die Prigi und sein Team in den Mägen der Fische gefunden haben. So, do you think a lot of this microplastic is due to the plastic imports from abroad, from Europe and the States? Yeah, it's we can call it from two sources, from because this water is yeah people still throw the plastic to the river, but it's the other sources came from the factory that imported this paper that you know contain with the plastic. Yeah, we are worried because microplastic is like a Trojan horse. Yeah, when you dumping you know microplastic, you know scrap of small plastic is less than 5 millimeter to the river is microplastic, then they absorb the pollution, heavy metal, detergent, and then pesticide. So they go inside our body through water, through fish that we eat. I understand now that plastic is such a big problem where yeah. we in Europe yeah. do not really have a solution for, and this is why we're exporting it and sending it somewhere else. And then here in Indonesia, nobody has a solution for it. What? And what then we are Indonesia is second biggest polluter marine debris after China. So why right. you are developed countries sending to us poor country that we cannot manage our plastic? You yeah, add more. Yeah, developed country is add more problem to Indonesia, to developing country. Yeah. Oh, very often it's the same big international companies who are producing first of all of this plastic, right? All company, all producers that produce waste from their product, they must responsible with the waste. Yeah, I think it's, all big company must, you know, rethink, redesign to using, you know, another source. Und auf dem Papier tut sich zurzeit auch was. Die Vereinten Nationen wollen Plastikexporte eindämmen und das Bundesumweltministerium plant, Verpackungshersteller mehr in die Pflicht zu nehmen. Wir werden hinschauen, ob den Worten dann noch effektive Taten folgen. Was mir noch wichtig wäre zu sagen, es soll auf keinen Fall so rüberkommen, als ob Recycling jetzt sinnlos wäre, denn das ist es nicht. Da ist zwar noch Luft nach oben, die beste Reihenfolge ist trotzdem vermeiden, wiederverwenden, recyceln. Da steht es auch nochmal. Und jetzt wollen wir aber wissen, wie euch der Film gefallen hat. Was habt ihr für Strategien gegen den Plastikwahnsinn? Und lasst mich wissen, was euer liebstes, dümmstes Plastikprodukt ist. So wie diese kleinen Granatapfelkerne.